Nein, nicht so schau, wie schier das jetzt aufgegatscht hast. Das jetzt hinstellen müssen. Nee, das ist okay. Und der Santana da irgendwo um die Ecken. Oh mein Gott. Geiler Carlo. Aber wo ist... Wer spielt denn da diese Musik? Da hinten. Der Santana. Anlässlich deines Geburtstages haben wir Carlo Santana eingeladen. Und wieso spielt er ein Busch? Überraschung. Also er kommt gar nicht aus. Also. Na, der bleibt drinnen. Deswegen ist es bloß billiger gewesen. Das Konzert. Oder den Busch bleiben. Ist immer billiger. Ich war im Durst, der war ein Wasser. Kannst du einen Frizzante? Einen Frizzante würde ich auch gerne trinken. Ja, mach auf. Aber mit dir. Trinkst du überhaupt sowas? Nein. Aber mit dir trinke ich keinen Schlag. Ja, ich trinke eh. Den Dreher treffe ich immer ab und zu. Wirklich? Ja. Ich habe ewig nicht mehr gesehen. Den Wald habe ich irgendwann mal gesehen. Ich weiß nicht, was der jetzt macht. Und die anderen? Nix, gell? Nur die Magenta, gell? Also die habe ich eigentlich am meisten gesehen. Und mir ein bisschen Angst gemacht, aber... Wir stoßen an auf deinen... Natürlich, ja! Auf den Geburtstag. Auf den Geburtstag hast du auf die Schärfe passt. Kommst du nicht nichts? Wir haben nie vergessen, wie ich mit Taxi Orange aus dem Kutscher aufgefahren bin und ein kleines Mädchen fragt mich, stehst du wirklich auf den Max? Und schaut mich ganz ernst dabei an. Ich sag, ja. Ich hab gesagt, aha. Das ist gar nicht glauben können. Das war die Geschichte? Ja. Ja, hallo. Nee, man denkt, jetzt kommt da irgendwas, man denkt, wow, Alter, bam, Pulitzerpreis. Kannst du dich noch erinnern, wie das früher einmal war? Wir haben noch gehabt kein Facebook, aber trotzdem waren wir da. Nun muss man rausdenken. Das Spektakuläres, was nie stattgefunden hat. So. Unsere Bettgeschichten zum Beispiel. Ne, war ja offen dein Bett, erinnert dich. Das ist so deppert. Na sicher, wie du da streiten, oder was? Na, in deinem Bett waren wir doch oft, oder? Hat der Blödsinn gemacht. Was heißt, wir haben in meinem Bett Blödsinn gemacht? Wie das klingt überhaupt? Das schneide ich aus in meinem Bett. Das klingt ja furchtbar. Es war nichts Unanständiges. Was wir... Wir waren ja alle in deinem Bett. Kommt's mal erst. Heute komm und Gewänder. Heute komm und Gewänder. Das ist natürlich. Wir sind live in live auf Sendung, auch wenn es dunkel ist. Danke an Michi Schmiedle. Ah. Und jedes Mal, wenn du reinkommst, dann machst du... Kannst du deine Hand von meiner Schulter nehmen? Ja, und die andere? Aus meiner Hose! Ja, der Lauren ist auch da. Der Lauren. Der hat gespielt mit. Was? Aber jetzt geht's ihm eh schon besser. Das ist ein Witz. Jetzt ist er auch gefressen. Der Lauren hinten im Glas. Bleib so stehen, Lauren. Das ist Hollywood. Und das Licht ist auch gut. Sie sind Momente für die Ewigkeit. Ja. Und vor allem, weißt du, was geil ist? Wir haben die Schärfe. Das schicke Ei. Das schicke Ei als Kurzfilm nach Hollywood nächstes Jahr. Zwei Mäuse-Damen treffen sie im Café und die eine strahlt so und die Freundin, bist du verliebt? Sie sagt, ja. Hast du ein Foto vorher mit? Schau, die Freundin. Das ist ja eine Fledermaus. Sagt sie, was? Mir hat er gesagt, er ist Pilot. Das ist ja eine Fledermaus. Und sie sagt dann, was? Mir hat er gesagt, er ist Pilot. Ich glaube, du hast den Witz falsch verstanden. Ja, wo ist das für eine Pointe? Wer ist Pilot? Sind beide Piloten oder nur? Nein, ich glaube, die andere war jetzt bei der Feuerwehr. Einen leichten, schau mal, einen leichten, nicht so schwere Witze. Fische treffen sie und der eine raucht, sagt der eine Fisch zum anderen. Du weißt schon, dass Rauchen krebserregend ist, sagt der andere. Ist mir doch egal, was die Krebs erregt. Das ist ein sicker Witz, der lache ich morgen drüber, aber der war gut. Ich glaube, du verstehst gar nicht. Oh ja, ich finde ihn lustig, aber das dauert bei mir. Ich finde ihn lustig, aber es ist nicht so, dass ich sage, boah, Wahnsinn. Aber ich verstehe ihn. Das ist schon mehr Basis. angefangen bei 88,6. Sprechen Sie mit Mama Robert über Sex? Ja, über was von sonst? 22 Uhr bis 2 Uhr in der Früh, 4 Stunden Montag bis Freitag. Und bin ich aber wieder eigentlich zurückgekehrt in meinen alten Beruf. In die Sozial. Bin wieder in den Sozialbereich zurückgegangen, weil ich einfach gemerkt habe, da bin ich ganz gut aufgehoben. Da wird ein verlängertes schon noch. Was, bei Radio 88,6? Nein, wir im Lutherhof. Ach, Schul und Wochen, wir waren 3 Monate drin. Mit vielen Themen. Wo es auch ist, das Gebäude. Nein, wir waren schon draußen.
Der war knapp ausgegangen. Ja, genau. Ich hab noch einen Starnschirm gekriegt. Oh, was war das? Oh, na ja gut, danke Miki. Kannst du dich noch erinnern, wie das früher einmal war? Wir haben noch gehabt kein Facebook, aber trotzdem waren wir da. Wir wollen nicht zum Erreichen, nein, wir hatten damals keinen Plan. Kannst du dich noch erinnern, wie das früher